Willkommen auf meinem Kanal. Ich stelle euch heute, ich glaube zum ersten Mal auf diesem Kanal, meine Top 5 Lieblingsbücher vor. Ich glaube, ich habe noch nie über meine Lieblingsbücher speziell in so einem gesonderten Video geredet. Deshalb stelle ich die euch heute vor. Ich habe mich jetzt für Top 5 entschieden, was absolut schwierig war, aber ich kann für den Punkt, wo ich gerade stehe, diese 5 am meisten vertreten, dass das meine Lieblingsbücher sind. Wobei ich natürlich auch noch ein paar andere zur Auswahl gehabt hätte. Aber ich dachte mir, um das Video nicht zu lang zu halten, beschränke ich mich auf die 5 besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Das ist natürlich, möchte ich nur noch mal zu Anfang sagen, total individuell, wie man persönlich die Bücher findet. Aber mir persönlich, meinem Lesegeschmack, haben diese 5 eben am besten gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in den Kommentaren über unsere Lieblingsbücher austauschen. Also schreibt da gerne mal, was eure Lieblingsbücher sind. Ich fange an mit dem Buch, was ich hier habe. Die anderen sind nämlich in meinem Lieblingsbücherregal. Und zwar habe ich Anne Freitag nicht weg und nicht da in den Top 5 aufgenommen. Denn das war für mich so ein Buch, das hat mich unfassbar gefesselt. Also ich glaube, es gab selten ein Buch, was mich so fasziniert und ja, an sich gebunden hat wie dieses Buch. Ich konnte nicht aufhören zu lesen und es war für mich einfach eins der bestgeschriebensten, das ist überhaupt ein Wort, Bücher, die ich je gelesen habe. Also ich finde, der Schreibstil von Anne Freitag ist faszinierend und einer der besten, die ich kenne. Und das Buch hat mir von der Geschichte einfach von vorne bis hinten zugesagt. Hier geht es nämlich um Luise. Nach dem Tod ihres Bruders hat er ihr einige Aufgaben hinterlassen, die sie nach und nach von ihm auf seine Art und Weise übermittelt bekommt und muss dabei eben ziemlich aus ihrer Komfortzone raus Sachen machen, die sie sonst nie gemacht hätte und trifft dabei auf Jakob und irgendwie entwickelt sich was zwischen den beiden und sie erledigen auch zusammen die Aufgaben, die Luise eben gestellt bekommt. Und es ist einfach eine wunderschöne Geschichte und hat auf jeden Fall eine Message, die sie super übermittelt und für mich einfach 5 Sterne, wenn ich mehr geben könnte, auch mehr. Und eins meiner Lieblingsbücher. Dann ein Buch, was auf dieser Liste natürlich nicht fehlen darf, ist Das Schicksal ist ein mieser Verräter von Joan Green. Und ich bin sicher nicht die Einzige, die das zu ihren Lieblingsbüchern zählt, aber für mich ist das eben auch ein Buch, mit dem meine ganze Lesegeschichte so ein bisschen angefangen hat. Denn seit ich das Buch gelesen habe, habe ich das Gefühl, hat das alles angefangen mit meiner Lust am Lesen und meiner Begeisterung. Von daher ist das für mich auch nochmal ein Buch, was für mich ja sozusagen mein Leben auch irgendwie geprägt hat. Und hinzu kommt natürlich, dass die Geschichte von Das Schicksal dieser Verräter einfach herzzerreißend und wunderschön und traurig zugleich ist. Und ich schätze, jeder wird sie kennen. Wenn nicht, alle Bücher sind in der Infobox verlinkt, dann könnt ihr euch nochmal genau die Klappentexte durchlesen. Ich habe das Gefühl, bei Das Schicksal dieser Verräter ist das etwas überflüssig. Der Film zählt auch zu einem meiner Lieblingsfilme, denn ich finde, das ist ungefähr die beste Buchverfilmung, die ich je gesehen habe. Und es stimmt einfach alles. Und das Buch hat auch meinen Anfang zu John Green so gelegt. Ich habe danach ja alle Bücher von ihm gelesen. Ich bin einfach ein Fan von seinen Werken und für mich ist er einfach ein ganz besonderer Autor, der irgendwie immer es schafft, seine Geschichten besonders zu machen und das eben auf die verschiedensten Arten und Weisen. Und ich finde halt, von der Emotionalität kommt kein Buch in der Richtung an Das Schicksal dieser Verräter ran. Also, ja. Anschließend habe ich das einzige New Adult Buch in dieser Liste und zwar Rock My Dreams von Jamie Shaw. Viele werden sich jetzt vielleicht wundern, oh mein Gott, warum sagt sie nicht After, aber ich habe After mittlerweile ja nochmal gelesen, also nicht alle Teile, aber bis zum 3. Und es ist mittlerweile einfach nicht mehr so, dass ich sage, es zählt zu meinen Lieblingsbüchern, aber es zählt für mich zu
den Büchern, die mich geprägt haben und die auch mein Lese mein Leseleben geprägt haben, keine Ahnung, meine Begeisterung für das Genre. Und ja, für mich ist aber Rock My Dreams ein Buch gewesen, was mich auf andere Art und Weise irgendwie mitgenommen hat, denn es ist ein Rockstar-Roman und mittlerweile würde ich sagen, aus dem Genre New Adult, wenn man da nochmal unterteilt, sind Rockstar-Romane auf jeden Fall das, was ich am liebsten lese, eben weil sich da meine Liebe zu Musik bzw. zu Künstlern eben nochmal mit vereinigt. Und Rock My Dreams war für mich einfach der perfekte Rockstar-Roman, aber allgemein die ganze Reihe von Jamie Shaw ist für mich einfach eine meiner Lieblingsreihen. Und Mike, der in Rock My Dreams eben die Hauptrolle spielt, ist einfach so ein Down-to-Earth-Musiker, der sich aus dem Ganzen nicht viel macht und wirklich für die Musik lebt und sich eigentlich aber trotzdem an Familie und Glück und die wahre Liebe wünscht. Und für mich war das einfach ein Traum, den ich da gelesen habe. Ich habe das Buch ja mittlerweile auch nochmal gelesen und es ist immer noch einfach, ja, eine so tolle Geschichte und ich liebe sie. Anschließend habe ich noch ein Jugendbuch und zwar Zusammen sind wir Helden von Jeff Zentner. Und das ist eben ein Buch, das hat mich auch emotional auf jeden Fall total berührt. Es geht da um drei Freunde und alle sind ja für sich eben ganz besonders und haben so viel Tiefe. Also diese Charaktere sind so greifbar und man kann sich so gut in sie hineinversetzen. Und es spielt eben im letzten Schuljahr und sie müssen alle entscheiden, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen und wo ihr Weg hingehen wird. Und dabei kommt eben auch raus, dass sie verschiedene Wege gehen und trotzdem aber ihre Freundschaft so stark ist und dass sie ja das alles gemeinsam durchmachen. Und dann, ja, da sie eben auch nicht die Beliebten der Klasse sind, haben sie es alle nicht sehr leicht und es passieren dann eben ein paar Sachen in diesem Sommer, in dem das Buch spielt, die, ja, diese Freundschaft auf jeden Fall auf die Probe stellen und nochmal zeigen, dass das Leben nicht immer einfach ist. Und ich fand dieses Buch unfassbar gut. Also es ist für mich so das beste Buch, so, wo so eine Freundschaft im Mittelpunkt stand, was ich je gelesen habe. Und ja, ich gebe hier nochmal einen Shoutout an Raphael, der mich praktisch gezwungen hat, dieses Buch zu lesen, wo ich sehr dankbar für bin. Und ja, eines der besten Jugendbücher und auch der besten Bücher allgemein für mich. Und das letzte Buch auf meiner Liste ist Outlander, Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Und auch wenn ich, was Outlander angeht, es nicht geschafft habe, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, also immer noch nicht die letzte Staffel gesehen habe, die rausgekommen ist, also die vierte, ist es für mich einfach eine Buchreihe, zu der ich einfach so eine unfassbar große Liebe aufgebaut habe und auf der auch so ein bisschen meine Liebe zu Schottland beruht. Und allein, dass sie mir die gegeben hat, diese Buchreihe, diese Liebe zu Schottland, ist einfach schon sowas, was sie mir fürs Leben praktisch gegeben hat. Und mit dem ersten Band, Feuer und Stein, ist für mich immer noch mein Lieblingsband. Habe ich einfach mal gesehen, wie viel in einem Buch stecken kann. Also Outlander zählt zwar als historischer Roman, aber für mich ist das viel mehr als nur ein historischer Roman. Es ist sowohl Erotik als auch Liebesroman, als auch, ja, irgendwie auch Spannung und Krimi, weil so viel passiert, aber trotz allem, dass so viel passiert und man so viel mitbekommt, ist es stimmig, es passt zusammen und die Charaktere, vor allem Claire und Jamie, wachsen einem so ans Herz. Und ja, ich habe bei diesem Buch auch enorm geweint und es hat mich einfach so mitgerissen. War dann eben ein Buch, was zwar 1400 Seiten hatte, ich weiß nicht genau, wie viel es hatte, aber auf jeden Fall über 1000, was ich dann trotzdem enorm schnell gelesen habe, was für mich eben, ja, nicht normal ist. Und ich kann das in dem Bezug einfach nur nochmal sagen, wie toll ich Outlander finde. Und auch die Serie ist für mich absolut grandios. Und ja, ich muss sie unbedingt noch gucken.
Und ja, das waren dann auch meine Top 5 Bücher of all time, my all time favorites, wie auch immer man es nennen möchte. Und wie gesagt, schreibt mir gerne eure Lieblingsbücher in die Kommentare. Und habt ihr welche meiner Lieblingsbücher gelesen? Und vielleicht zählen sie ja auch zu euren Lieblingsbüchern, who knows? Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!